Also es ist 5 mm Makrolon. Das hat die Eigenschaften, dass es schlagfest ist und auch viel besser zu bearbeiten ist, sprich Bohrungen, Sägen und so. Wenn man Acrylglas nehmen würde, das würde splittern und wäre sehr porös. Ja, also die Platten, die sind auch im Eisstadion, natürlich ein bisschen dicker. Wenn man sieht, was für Schwingungen die aufnehmen können, das würde Acrylglas wird das nicht aufnehmen. Also Polycarbonat, man sagt Lexan, Makrolon. Ja, und das ist eigentlich für die Sache, die wir hier gemacht haben, das Beste, weil das nicht splittert. Mit dem Acryl, wenn er mal bremst und haut einer den Kopf gegen, das splittert richtig wie Glas und das würde nicht splittern. Gibt es denn schon mehrere Anfragen von Taxiunternehmen? Nein, bis jetzt noch nicht. Also eine kleine Marktlücke? Kleine Marktlücke, ja. Mal sehen. Ja, ich bin froh, dass ich dem Michael, dem Herrn Knorrig helfen konnte, weil ich noch Kapazitäten habe hier im Material. Und mal sehen, was da kommt. Wir betreiben die beiden Marken Service Taxi 30.000 und die freundlichen Elche 477-477. Hatten bis vor der Krise 47 Fahrzeuge im Einsatz, sind aufgrund der Krise und des Einbruches des gesamten Gewerbes runtergegangen auf knapp 15 Autos, von denen wir versuchen, 12 Autos immer in Einsatz zu bringen. Durch die prekäre Situation und durch die Sensibilisierung der ganzen Bevölkerung haben wir uns angedacht, wir müssen auch mehr zum Schutz tun. So in diesem Zusammenhang fiel uns halt der Uwe Farbig ein. Und nach einem kurzen Gespräch sind wir einig gegangen, dass wir versuchen, Trennwände vernünftig in die Autos zu montieren. Die Herausforderung war eigentlich, dass dieses Glas, dieses Acrylglas oder was oft Plexiglas genommen wird, nicht fahrzeugtauglich ist. Und der Uwe gesagt hat, das Einzige, was hilft, ist Makrolon. Wie gesagt, wir haben uns dann getroffen, haben da so 2-3 Muster gemacht und wie gesagt, ab heute beginnen wir damit und montieren die in alle Fahrzeuge von uns, die noch im Einsatz sind. Das bedeutet, dass die Kunden praktisch dementsprechend auch demnächst immer hinten einsteigen sollen und nicht mehr vorne als Beifahrer. Ja, das ist jetzt schon gewollt worden. Also viele, viele Leute, im Auto kann man 1,5 Meter oder 2 Meter Abstand ja nicht realisieren. Wie soll man das machen? Auf Anhängerkupplung fahren möchte ja keiner. Sondern also hat man gesagt, okay, die Fahrer hatten auch das Bedürfnis, dass ein bisschen mehr zum Schutz getan wird. Und da haben wir halt provisorisch erst Schilder gemacht, aufgrund der Corona-Krise bitte hinten einsteigen. Und jetzt haben wir das, wie gesagt, ein bisschen verfeinert, dass wir auch diese kontaktlose Bezahlerei mittels Geldkarte, Kreditkarte oder auch, wenn es über Bargeld geht, mit kleinen Schälchen, wie man die bei Rewe auch schon mal gesehen hat, mit Schälchen macht, damit dieser persönliche Kontakt oder dieser körperliche Kontakt halt nicht stattfindet.